Hallöchen, meine Lieben, hier ist wieder eure Nicole und euer Simon. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Samstagsplausch. Und wie ihr hier seht, wollen wir wieder mit euch backen. Und nachher machen wir dann noch die Pflanzen. Aber wir wollten noch sagen, macht's dann bitte ein bisschen leiser euren Ton, weil wir dann die Küchenmaschine anmachen. Gell? Ja. Einfach ein bisschen leiser und Dankeschön. Und jetzt fangen wir an. Wir backen heute Schokoladenkuchen. Und dafür brauchen wir zuerst Speisestärke. Ja. Gut. So. Genau, mal schön. Speisestärke. Komm her, ich helfe dir mal ein bisschen. Oder du machst dann das Mehl drauf. Und wir brauchen auch Mehl. Schütt mal das Mehl langsam rein. Hier zu Mama in das. Willst du einen Löffel lieber? Ja. Mit einem Löffel? Immer. Genau, mach. Das machst du schön. Es wird fluffiger, wenn ihr das auch so aufsiebt. Genau. So. Kann man jetzt einen Rest rausschütten? Geht das jetzt? Warte. Ja. Okay, dann stellst du die zwei Sachen mal bitte in Aufwasch. Ich schreibe euch wie immer das Rezept runter. Ja. Und so, der Simon bringt jetzt einen Zucker. Zucker da. Da, genau. So. Hast du alles schön drin? Ich mache Vanillezucker rein. Esse ich einfach so. Ja. Und ein ganzes Backpulver. Ganz einfach. Ja. So, Simon bringt die Butter. Ach, die Butter ist ja da hinten. Ja, die ist schon weiß. Ich schlag die Eier rein. 4 Stück braucht man. Mach die Butter rein. Gut. Genau, sehr schön. Hol dir mal noch einen Löffel und kratz mal den Rest aus. Okay. Sehr schön. Hast du es leer? Super. Ja. In Aufwasch. So, Achtung. Und los. Jetzt müsst ihr es leise machen, aber erst auf kleiner Stufe anstellen. Dann kommt hier noch ein Schluck Milch rein. Ein Achtel Liter und normalerweise kommt 250 Gramm Butter, aber ich mache nur 200 Gramm und mache 50 Gramm Öl, ja, oder Milliliter. So, jetzt mal bitte den Ton ganz aus, jetzt muss er auf hoher Stufe. Thank you.
So, und ich nehme dann immer Schokolade, halt mal fest. Schön drüber halten. Dass das so raustropfen kann. Schön drüber halten. Ja. Und während das Mehl und alles verquirlt wird, Simon holt jetzt mal das Kuchending. Ja. So. Ich denke mal, das sollte genug sein. Ja. So. Ich schreibe euch dann auch drunter, wann die Maschine wieder aufhört. Wer möchte, kann jetzt auch gerne noch richtiges Schokoladenpulver dazu machen. Omas Backkakao oder ihr wisst schon, was ich meine. So richtig schön Kakao. Aber bei uns reicht das. Wir mögen das so, weil ich mache da noch eine Schokoschicht drüber weg und bunte Streusel. So, wir machen jetzt mal die Maschine erstmal an die Seite. So, und jetzt kratze ich das hier rein. Seht ihr das schön? Ich guck mal. Jo, sehr gut. Und durch das Öl wird das auch richtig schön lecker. Und machen wir das bitte weg. Und dann schön von innen nach außen verstreichen. In die Ecken rein. So. Also ihr müsst nicht unbedingt Schokolade nehmen. Ihr könnt auch Backkakao nehmen. Ich schreibe euch auch drunter, wie viel. Wie immer. So. Und das wird dann eine richtig schöne Torte. Wer möchte, kann die dann auch halbieren. Oder man kann das Rezept auch nehmen für Geburtstagstorten. So, ich mache das jetzt im Backofen. Und Simon bringt mal das andere. Das Tuch wolltest du drüber decken? So. Damit ihr jetzt seht, jetzt geht was Neues los. Machen wir ja immer unser Tuch drüber. Simon bringt erstmal die Kapuzinerkresse. Ja, die ist richtig groß geworden. Genau, die ist riesig geworden. Schaut ja. Euch das mal an. Das sind die höchsten, die ich noch nie gesehen habe. Die wachsen sogar runter. Genau, die wachsen jetzt runter. Und wir wollen die jetzt auspflanzen. Ich habe dazu schon was vorbereitet. Genau. Und bring euch das mal. So. Und hier haben wir gedacht, wir machen hier die Kapuzinerkresse rein und eine Sonnenblume. Genau, weil genau. Die sind richtig groß. Genau. Ja. Wir hatten euch ja gesagt, dass wir die umpflanzen.
in einen Extratopf. Ich zeige euch die jetzt erstmal. Und die größte werden wir jetzt sich da umpflanzen, weil sie hat jetzt schon mehr Blätter. So, Simon, jetzt machen wir das hier rüber. Ja, bei der sind zwei Blätter auf einmal gekommen. Genau. Wir legen das jetzt erstmal rüber. Ja, da kommen schon auch so. Blätter raus. Die wolltest du haben in den großen Topf? Genau, weil die ist riesig. Genau. Und ihr müsst immer bedenken, so ein Topf hat ja eine bestimmte Höhe. Und zum Beispiel Sonnenblumen wurzeln tief. Das heißt, wenn ihr dann gießt, ihr müsst da wirklich an die Wurzeln von der Sonnenblume denken. Das ist ein Tiefwurzler. Ja. So, wo ist der Stab? Den machen wir nochmal mit rein. Noch braucht's ihn. Ja. Weil der ist noch klein, aber genau, noch größer. So klein. Noch größer ist er. So, und auf die anderen Seiten haben wir gedacht, kommen die Kapuzinerkressen. Genau, machen wir 4 Kapuzinerkressen. Genau, es gibt rote und grüne. Genau, die einen, die werden auch rot. Ja. Warte, hier kann man mal hinhalten. Genau. Das waren die. Die sind nach 9 Tagen. Nee. Das sind die Kaiser von Indien, heißt die Sorte, die genau. Roten. So, dann nehmen wir uns jetzt mal 2 raus. Die sind noch nicht ganz so groß wie die grünen. Aber die haben richtig gute Wurzelchen schon. Die sind nämlich Flachwurzler. Und deswegen kann ein Tiefwurzler und ein Flachwurzler in ein zusammen rein. Ja. Und wir haben gedacht, wir machen das so über Eck. So. Simon, schaffst du, bringe mal die Gießkanne. Da kannst du dann schon mal anfangen mit Gießen. Lass mal. Oh. Gut, hier hast du schon mal die Gießkanne. Also so müsst ihr auch eure Töpfe machen. Soll ich jetzt wenn ihr die mehrschichtig und richtig bunt haben wollt. Oh oh. Oh oh. Ja, das geht einfach nach unten, das Wasser. Ja, na klar. Das Wasser versickert, sagt man. Genau, wenn ich gieße, geht das hoch. Genau. Oh oh. Simon gießt, da können die dann gleich gut, nicht alles auf eine Stelle. Und ich mache immer in die Töpfe noch eine Plastikfolie rein, weil erstens läuft dann auch nichts weg und man kann dann schön, man weiß, alles, was man reingegossen hat an Wasser, kommt auch da an, wo es hin soll. So. Fertig. Der erste Topf ist jetzt fertig. Mhm. Man könnte jetzt hier auch noch Stiefmütterchen reinmachen oder Studentenblumen. Aber die kommen bei uns in den Garten. Und in die Blumenkästen. Die sind aber noch nicht so weit. Ja, ey. Weil die tue ich immer später sehen. Hä? So, jetzt kommt der zweite Topf. Und hier machen wir das genauso. Wir nehmen uns die größte Sonnenblume. Och nee, jetzt die andere ist umgefallen, weil die so groß ist. Ah, die nehmen wir gleich. Ja. Und tun die da rein. Für die andere. Und genau. Die stellen wir raus in die Sonne. Also hier gilt wieder das gleiche wie bei dem anderen. Ja, die ist auch richtig groß. Und wundert euch nicht, warum hier solche kleinen Würzelchen drin sind. Gut, stopp. Die Erde ist aus dem Garten. Genau. So, du hörst jetzt erstmal auf, bis ich wieder sage, jetzt darfst du wieder gießen, okay? So. Die kleinen Würzelchen sind von anderen Pflanzen. Genau. Ja. Und das ist dann wie Gründüngung. Ja. Weil die ja verrotten und das gibt Kraft. So, jetzt? So, nein, noch nicht. Warte, jetzt tun wir erst die anderen wieder rein. Ja. Ja, der Kern. Genau, hier kann man den Kern noch sehen, dass die Pflanze sich noch teilweise auch da, genau. Und da bald, ernährt. Und bald knackt der Kern auf. Genau, der knackt auf, geht nach unten, macht Wurzelchen und geht nach oben und macht eine Pflanze. Ja, genau. Und irgendwann
knacken die kleinen Schalen auseinander. Genau. So, jetzt brauchen wir... Dann ist das eine große. Jetzt brauchen wir so eins. Möchtest du die nicht dann in mein Zimmer wieder stellen? Klar, die kommen wieder in dein Zimmer, na klar. So. Hier kommt dann auch, wenn man dann gegossen hat, nach einer Zeit sinkt die Erde ja tiefer. Und da mache ich dann immer noch mal Erde nach. Welche ist noch schön? Die hier. So. Okay. Hier hast, kannst du jetzt mal alle gießen, Simon? Guck, hier ist noch ein bisschen alte Vogelmiere. Vogelmiere kann man auch essen. Jo. Das hat sehr viel Kalium. Jetzt für im Frühjahr ist das auch gut. Gut, prima. Schon leer. So, jetzt haben wir es ja erstmal. So. Gut. Ja, und jetzt? Hatte ich mir letztes Jahr im Ausverkauf diese Töpfe gekauft. Ich zeige die euch mal. Entschuldigung, wenn das Bild jetzt gewackelt hat. Wir haben ja einen Balkon und da ist oben die Brüstung und dann gibt es jetzt, glaube ich, schon seit 3-4 Jahren, die gibt es auch in Gelb, in Grün, die gibt es jetzt auch in Bunt seit letzten oder vorletzten Jahr. Ich habe mir aber die hier mitgebracht. Okay, so. Ja. Und das kann man dann schön so hinmachen. Wir bepflanzen jetzt nur eins mit euch, weil sonst würde das, glaube ich, das Video sprengen. Und das heißt, es gibt ja jetzt hier unten zwei Pflanzkammern. Mhm. Und ich möchte gern, dass wieder nach außen ein paar wachsen und nach innen. So. Und dann holen wir uns jetzt auch ein paar mal. Genau. Okay. Und hier in den Sonnenblumen sind noch drei gekommen. Ja, genau. Simon, zeig sie mal hin. Hier. Da kann ich in Ruhe hier meine Pflanzen einpflanzen. Die müssen wir rauspflanzen, weil die ist zu groß. Die ist schon umgeknickt. Genau, erzähl's mal. Und dann hole ich den Sonnenblumentopf nochmal. Da kommt das nämlich da rein. Und da, die hat noch ihre Schale, aber die knackt die bald ab. Und da ist noch die Schale drin. Genau. Die hat sie auch abgeknackt. Schon wo es so klein ist. So, jetzt mach mal wieder rüber, dass die mal mein Pflanzen sehen auf der anderen Seite. Okay. Hier möchte ich ein paar mehr, dass das dann nach unten wächst. Ja. So. Und jetzt haben wir hier noch ein paar drinne. So. Da kommt dann auch wieder Erde drauf. So. Und hier in die Mitte mache ich dann noch Studentenblumen hin und oder ein, weiß ich noch nicht, Veilchen oder Primelchen, keine Ahnung, ich weiß es jetzt noch nicht. Weil hier, das wächst ja so nach unten, also brauchen wir hier oben noch so einen Busch drauf. Oder ein Stiefmütterchen. Mal sehen, was ich dann noch hier reinmache. So, jetzt würde ich sagen, das ist jetzt gut. Mhm. So, jetzt bringe mal den Topf. Da kann man noch die Sonnenblume reinpflanzen. Hier? Ja. Oder ist der dir zu schwer? Komm, dann mache ich's. Ja, du musst. Der ist zu schwer. Oh. So, da pflanzen wir jetzt die Sonnenblumen raus, die noch gekommen sind. Aus diesem, was Simon euch gerade erklärt hat. Ja, die muss auch raus. Weil und der kümmert sich die ganze Woche so schön drum. Abends gucken wir sie uns immer schön in Ruhe an. Warte mal, ich muss ein Stück rüber, dass die das auch besser sehen. Und hier. Ja, kannst du dann erklären. Lass mich das jetzt erstmal hier pflanzen. So, und da, ich erzähle gerade, wie schön du dich in der Woche drum kümmerst abends, dass wir da schön gucken. Ja. Das kriegt nachher auch so ein
Ach, hier ist doch eins übrig. Dann nehmen wir das gleich mal. Genau. So. Dann wird das wieder gerade. Genau, weil in der kleinen Packung, wir wollten es vor 2 Tagen schon auspflanzen. Da war sie nämlich noch gerade. Und da sage ich, ach komm, lass das. Da könnt ihr im Video gucken. Ja. Und jetzt? So, jetzt sind wir erstmal so weit, dass wir jetzt alles gepflanzt haben. Und Simon zeigt euch noch, was wir euch das letzte Mal nicht gezeigt haben. Und hier. Zwar, die sind richtig groß gewachsen. Und aus der kommen jetzt einfach noch welche raus. Das sind 4 raus. Genau. Und warum kommen da so viele? Weil du es nämlich gut gemeint hast mit 10. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Das ist dieser Paprika. Wo ich gesagt habe, mach immer 2 rein. Und Simon hat es so gut gemeint und hat überall ganz viel hingemacht. Und hier. Und hier sieht man auch schon, dass da der Kern ist von der Pflanze. Ja, da haben wir das jetzt immer beobachtet, wie das hier hochwächst. Genau. Und hier drüben sieht man es auch schön. Hier, das war es, wo wir es beobachtet haben. Genau. Und auf der Seite ist auch noch ein Kern. Ja, der ist noch nicht gekommen. Haben wir nämlich dann gesehen, wie das nämlich schiebt. Ein Wurzelchen und Blätter. Das war richtig interessant für den kleinen Kerl. Ja. Und wir wissen aber jetzt gar nicht mehr, oder das sind die Paprika, die 6 Stück, 2, 4, 6. Und der Rest ist Chili. Aber wir lassen die noch hier drinnen. Die sind echt klein, die Pflänzchen. Ja. Und bringe mal das Sprühzeug, da können wir es gleich noch sprühen. Und dann sind die auch für heute nämlich auch wieder fertig gepflegt. Aber wir pflegen die jeden Tag. Und dann habe ich noch eins gemacht. Wir haben das letzte Mal die restlichen Basilikum aufgefuttert. Und ich habe dann gleich neue. Gut, reicht. Oh, yo. Gleich neue gesät. Und guck mal, wie viele riesige kleine das sind. Und das ist die Mama. Genau, weil hier nehme ich dann welche raus mit in den Garten. Wir haben ja einen großen Garten und das kommt dann wieder in die Kräuterecke. Opa hat sich schon angemeldet für 5 Stück und Bärbel möchte 10. Also kann ich die ganze Verwandtschaft mit denen, weil das wären ja riesige Pflanzen. Mhm. Wenn man immer nur die größten Blätter abknipst, hat man den ganzen Sommer was davon. Ja, jetzt bist du wieder dran? Ja, das sind bestimmt 100 Stück, weil das sind richtig viele. Ich kann die gar nicht zählen, weil die zu viele sind. Ja, haben wir schon gesagt, wenn wir die dann auspflanzen, dann machen wir immer Striche. Genau. Auf dem Zettel, da wird man dann mal sehen, wie viele das waren. So, jetzt. Genau, gieße nochmal schön. Genau, die Kleinen muss richtig viel gießen. Gut, reicht nicht so viel. Ja. Das ist doch hier richtig Schlummerregen für die. Okay, dann wünsche ich euch noch einen. Hattest du jetzt noch was? Nö, war gut. Nö. Gut, dann wünschen wir euch zusammen ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Kuchen nachbacken. Das Rezept schreibe ich drunter. Und tschüssi! Ja.